Hi, meine Lieben, hier spricht Stina von Zwillingsflamme 1111. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, ein neues Reading steht an. Für die, die mich noch nicht kennen, ihr findet unten in der Infobox alles an Informationen, Facebook, Instagram und auch einen Mail-Account. Und ja, wir hatten gestern unser Ritual. Wir hatten rege Teilnahme, was das Ganze angeht. Das hat ganz gut geklappt und wir werden also demnächst wahrscheinlich nochmal ein Online-Ritual ausrufen. Vielen Dank an alle, die dabei waren. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Heilung. Und ja, demnächst werden bestimmt die ein oder anderen Thematiken auch nochmal kommen, die wir bearbeiten können. Ja, wir haben jetzt hier die männliche Energie ja, auf der mentalen Ebene, auf der Herzensebene, wie die weibliche Energie gesehen wird, was zwischen beiden abgeht und wo sich das Ganze hin entwickelt. Es sind sehr schöne Karten gefallen, da freue ich mich also drüber. Wir haben jetzt erstmal bei der männlichen Energie die Karte Power. Also hier kommt jemand in seine Kraft rein. Ja, acht ist ne, die Zahl, die mit Yin Yang zusammenhängt, die männlichen und weiblichen Aspekte in den Ausgleich zu bringen. Hier geschieht gerade ganz viel Integration auf der mentalen Ebene und ja, die männlichen Energien kommen jetzt in ihre Kraft rein. Ja, wir haben zwischendurch immer mal Momente oder Phasen, wo uns eventuell auch die Kraft fehlt. Ist ja nicht nur so, dass Divine Feminine purged und irgendwie vor sich hinleidet und irgendwie alles so nach oben holen muss, sondern bei den männlichen Energien passiert genau dasselbe. Und ich finde es also sehr schön, dass es jetzt hier praktisch ja, diese Stärke angezeigt wird. Das heißt manchmal eben, dass man noch nicht ganz so stark ist, aber sich eben da reinarbeitet. Ja, also mentale Klarheit und ja, mentale Kraft eben auch mit der Fokussierung auf das, was man gerne möchte. Wir haben die Karte Patience and Planning. Ja, also dieses Reading, hier geht es um Divine Timing. Wir haben also öfters Karten, die mit Geduld zu tun haben, mit Divine Timing zu tun haben. Also Divine Timing ist die göttliche Zeit. Ja, wir in unserem, sage ich jetzt mal, 3D-Leben als Mensch haben natürlich unsere Uhren und orientieren uns danach. Und wenn die Dinge nicht schnell genug gehen, dann läuft das manchmal aus dem Ruder. Es gibt aber auch die göttliche Zeit. Ja, im Universum wird nicht nach Sekunden gerechnet, sondern da ist einfach ja eine andere Zeitqualität vorhanden und da wird jetzt gerade dran gearbeitet. Also wir haben jetzt hier Patience and Planning für die männlichen Energien. Also es geht darum, dass hier etwas mit Geduld geplant wird. Wir haben die Jahreszeiten mit drauf. Das kann also einen längeren Zyklus anzeigen, der hier eine Rolle spielt. Wir haben die Sieben, die für Entscheidungen steht. Aber eben manchmal auch das Abwarten auf den richtigen Zeitpunkt. Ja, also die Säulen, die brauchen ein Fundament. Wenn das Fundament nicht stimmt, dann kracht alles zusammen. Und ich denke, dass es hier darum geht, also schaut mal, wir haben hier nur so diese Integration vom Löwen. Das kann jetzt auch mit dem Löwemond zu tun haben. Der jetzt am Donnerstag ist der Vollmond im Löwen. Das ist ein Wolfsmond. Ich werde das auch deklarieren jetzt hier im Headliner. Das sind Energien, die hier mit einspielen. Ja, und wenn das Fundament nicht steht, dann, wie gesagt, krachen die Dinge zusammen. Hier ist es halt sehr interessant, weil wir zwei Säulen drauf haben. Hier nochmal zwei, verschiedene Aspekte, die integriert werden sollen. Ja, und vielleicht haben die einen oder anderen hier ganz lange dran gearbeitet und ja, eben auch ja, diesen langfristigen Plan entwickelt. Wir haben, wie gesagt, auch Spirit mit dazu, wo eingewirkt wird über die andere Ebene, ob wir das nun wollen oder nicht. Aber es ist halt auch der göttliche Plan, der hier mit drauf ist. Und was ich ganz toll finde, ist, wir haben The Two of Cups. Ja, das ist also auch nochmal zwei, ja, die hier sich miteinander vereinen, die Brüderschaft trinken, ja, wo das Wasser fließt und das ist eine sehr schöne Energie, die mit Soulmates zu tun hat. Ja, The Two of Cups ist also ne, wirklich sehr süß und ja, ich denke mal hier im Anbetracht auf das, was jetzt hier liegt, geht es eben darum, dass die männlichen Energien sich selber in den Griff bekommen, wie gesagt, mit Geduld und mit Planung dran gegangen sind, um jetzt hier eventuell etwas einzuleiten, was ja mit dieser Liebe zu tun hat. Was ich sehr schön finde. Also es ist auch diese Konzentration darauf, ja. Also auch wenn es bei einigen jetzt in der letzten Zeit eventuell vielleicht eine Phase gab, wo man ja sich nicht irgendwie berührt hat, ob das jetzt energetisch oder auf der 3D-Ebene ist, sei einfach mal dahingestellt, wir führen mal energetische Beziehungen. Und das geht eben auch darum, das Ego mal auszuschalten, was das Ganze angeht.
Ja, wir haben hier noch ein 7, also etwas soll in Bewegung kommen. Hier kommen kosmische Downloads. Ja, über das Kronenchakra. Das sind DNS-Downloads oder Upgrades hier, je nachdem. Und hier werden Weisheiten eingepflanzt. Ja, es ist praktisch so, dass die Energie von oben kommt und dann durch das Kronenchakra einfließt. Das ist göttliches Wissen, was hier vorhanden ist. Ja, was mit auf den Plan kommt, es geht um einen Neubeginn, um einen Neuanfang, um neue Vitalität. Also wir haben die männliche Energie, die hier auf der Panflöte spielt. Ja, vielleicht auch connected zum Gott Zerenonos, dem Gott des Waldes. Und ja, hier kommen neue Energien. Ja, und gerade wird, wie gesagt, das Kronenchakra mit Weisheit überflutet. Kann natürlich auch sein, dass hier Blockaden drin sind, aber das fühlt sich eigentlich eher so an, als ob da jetzt hier, wie gesagt, so eine Freischaltung kommt, was das Ganze angeht. Damit man hier in den Neuanfang reingehen kann, eine neue Kraft reingehen kann. Und vor allen Dingen durch den ja, Page bzw. den Knight of Cups, ja, der Ritter der Kelche. Das ist eine tolle Energie, ja, das ist eine romantische Geste. Noch hat er vielleicht so eine kleine Rüstung an, ja, und schützt sich so ein bisschen. Aber hier ist so dieser Wille zum Aufbruch, wieder romantische Zeiten, ja, herbei zu zaubern, ja, vor allen Dingen. Das ist jetzt, wie gesagt, auch auf dieser Herzensebene. Hier sind also Regungen, was das Ganze angeht. Und wir haben dazu auch die Karte Express Your Love. Ja, also hier die männliche Energie fühlt, dass jetzt vielleicht bald dieser Zeitpunkt gekommen ist, um nach vorne zu rücken, um der Liebe Ausdruck zu verleihen. Ja, viele haben lange drauf gewartet und wie gesagt, wir haben eben auch göttliches Timing. Die waren Timing mit dabei und manchmal müssen wir eben warten, bis diese Freischaltung kommt, weil äußere Umstände das einfach nicht zulassen etc. Also das wird immer so eingerichtet, dass dann eventuell auch Blockaden kommen, durch die man sich erstmal durcharbeiten muss, bis der richtige Zeitpunkt einfach da ist. Ja, weil das bringt nichts irgendwie. Wie wenn man, ich sag jetzt mal so, in diesen Kontakt in Anführungsstrichen reingeht und jemand purged, ja, wo ne, schlechte Gefühle hochkommen, wo man irgendwie im Dunkeln sitzt, wo man nicht klarkommt und so weiter. Das sind da meistens Zeitpunkte, es löst immer etwas aus, ja. Ob das dann das gewünschte Ergebnis ist, das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Aber das löst immer was aus und das ist auch gut so. Hier wird, wie gesagt, jetzt gerade der Mut und die Stärke und die Kraft gesammelt, um eben ja, diese romantische Geste zu offerieren. Express your love, also drück deine Liebe aus. Guck mal, wie sie hier stehen, süß umarmt. Wir haben noch eine Karte, die rausgefallen ist, das Love Yourself First. Also Selbstrespekt, ja, macht die männlichen Energien romantisch mehr also anziehbar. Nee, also gut, ihr wisst, glaube ich, was ich meine damit, ja. Sorry, ich bin heute Nacht ganz spät ins Bett gegangen. Nach dem Ritual war ich irgendwie komplett auf 180.000 energetisch und ja, das war ein bisschen spät heute. Also Love Yourself First, es geht um Selbstliebe. Ja, die können nur mit diesem Kelch kommen, wenn dieser Kelch gefüllt ist. Ja, was soll denn ein Kelch überreichen, wo überhaupt nichts drin ist? Ja, wie gesagt, dieser Kelch sollte gefüllt sein. Hier geht es darum, dass sie, ne, wie gesagt, in ihre Kraft reinkommen. Hier haben wir auch wieder ein Pärchen, was knutscht, auch die Engelchen, die dabei sind. Und hier ist auch wieder so dieser richtige Moment, ja, abzupassen, sich eben auszudrücken. Dafür muss die weibliche Flamme auch offen sein. Das ist also auch ganz wichtig, dass man nicht irgendwie in irgendwelchen Mustern gefangen ist, ja, sondern diesen Kelch eben auch annehmen kann. Ja, und das ist halt, wie gesagt, auf der energetischen Ebene, über die Herzensebene sehr schön. Also seid gewahr, das kann also nur gut sein, dass eure männliche Energie praktisch jetzt kommt, um das Wasser anzutesten. Vorerst, ja, bevor das Ganze dann sich auf der 3D-Ebene bemerkbar macht. Ja, die weiblichen Energien, wir haben hier den Erzengel Gabriel, ja, und der ist hier mit dem Kehlchakra verbunden. Also es geht um den Ausdruck des Seins, um authentisch sein, um also sich so auszudrücken, dass es verständlich ist. Ja, vielleicht ist das auch der Wunsch zu reden. Vielleicht gibt es bei den einen oder anderen gerade eine Blockade auf dem Kehlchakra. Also da kann ich empfehlen, mit blauen Chalcedonen zu arbeiten oder grundsätzlich einfach ja, zu singen. Das ist immer ganz gut. Ja, und es gibt auch Töne, die mit dem Kehlchakra zu tun haben, um es einfach zu öffnen. Ja, das kann also gut möglich sein. Und Gabriel ist der. Sorry, ich muss mal eben kurz einen Schluck trinken. So, und Gabriel ist der Messenger-Engel, der mit Botschaften kommt. Das ist ein sehr kraftvoller Engel. Ja, das ist nicht mal eben kurz nur so eine Flitzenergie, sondern das ist hier sehr mächtig. Und ihr sollt hier bitte mit Gabriel arbeiten. Ja, dass wenn es soweit ist,
Tür und Tor offen ist, ja, damit hier eine klare Kommunikation stattfinden kann und man sich nicht irgendwie verrennt oder Dinge missversteht und so weiter. Und Gabriel kündigt das Ganze an. Wir haben hier The Goddess of the Moon. Das kann also gut sein, dass jetzt gerade an diesem Vollmond dann doch einiges an Energien durchkommt, die eben mit diesem Austausch zu tun haben. The Goddess of the Moon ist eine Energie, die sehr intuitiv ist. Ja, die zeigt die Dinge vielleicht auch mal anders zu machen als in der Vergangenheit, sich intuitiv leiten zu lassen. Ja, schaut mal die schöne Maid, ja, die hier eben, wie gesagt, mit ihrer Intuition verbunden ist. Viele wissen auch, dass jetzt hier irgendwie etwas kommt. Ja, so versucht euch da praktisch ein bisschen zu erden. Das ist ganz wichtig, weil wir hier auch so eine kleine Warnung haben, in Anführungsstrichen. Also wir haben The Nine of Swords. Schaut euch die Karte mal an. Hier sitzt jemand, hat die Hände vors Gesicht geschlagen. Ja, wir haben hier 9 Schwerter auf dem Boden. Also die Schwerter, das sind Energien, die im mentalen Bereich stattfinden, auch mit Kommunikation zu tun haben können. Ja, und diese Person sieht gar nicht, dass der Wolf hinter ihr sitzt. Und wir haben jetzt diesen Wolfsmond. Ja, die sieht gar nicht, dass hier die Sonne scheint. Ja, das ist praktisch, ne, auch, das sieht auch so sehr rituell aus, was hier ist. Und vielleicht können die einen oder anderen versuchen, mal diese Ängste, die vielleicht manchmal auch unbegründet sind, abzulegen, gerade als weibliche Energie. Ich habe ja gesagt, ihr sollt offen sein, ja, offen sein, eure Flamme zu empfangen, zum richtigen Zeitpunkt. Und hier ist, wie gesagt, diese Anleitung dazu, das mal abzulegen, ja, und zumindest darüber nachzudenken, ob es hier noch irgendwelche Muster gibt, die bearbeitet werden können, ja, und die Dinge intuitiv dann vielleicht auch mal ein bisschen anders zu gestalten, damit hier die Informationen fließen können. Ja, die männliche Energie. Hier haben wir so eine kleine Angst dabei. Wir haben Win or Lose, ja, praktisch so dieses Schwert des König Artus, was rausgezogen werden soll. Das ist auch ein Konflikt auf der mentalen Ebene. Ja, es ist so praktisch der Kampf gegen sich selber und auch das Auslösen von Konflikten aus der Vergangenheit. Und das sind keine einfachen Konflikte. Das ist nicht mal eben kurz ein kleiner Streit, sondern es ist etwas, was größer ist, ja, und einen praktisch dann ja, in diese inneren Gefilde geführt hat. Natürlich sollen und wollen die männlichen Energien dieses Schwert rausziehen und sich hier irgendwie, ne, für diese Herzensenergien entscheiden. Das ist wichtig. Und hier ist eben die Angst von, habe ich eventuell zu lange gewartet? Ja, aber ne, also das ist auch eine Karte, die hat mit Divine Timing zu tun. Die sind halt ne, vorher nicht freigeschaltet worden. Es war vorher nicht, ungünstig, ein ungünstiger Zeitpunkt. Ja, weil, ne, also wenn die in die Union reingeht, dann soll es natürlich auch klappen. Also einige fahren dann einfach mehrere Runden, das gehört auch dazu. Ja, es ist also völlig normal, dass man in die Union reingeht und dann erstmal wieder in die Separation, weil es dann einfach noch verschiedene Dinge gibt zum Heilen. Hier ist, wie gesagt, so diese kleine Angst, so mit, oh, habe ich eventuell zu lange gewartet oder auch nicht. Hier haben wir, wie gesagt, Divine Timing am Start und man muss praktisch warten, bis dieses Bäumchen gewachsen ist. Ja, also, ne, das ist auch so ein liebevolles Kümmern. Ja, weil man die Früchte vom Baum einfach nicht ernten kann, wenn nicht der richtige Zeitpunkt da ist. Das ist das, was hier gesagt wird. Ja, also die männlichen Energien sind gerade dabei, sich Wundern hinzugeben oder sollen sich auch den Wundern öffnen. Ja, das ist das, wo Spirit mitarbeitet. Ja, dass man eben auch so diese kleinen Wunder mitbekommt. Ja, die tagtäglich da sind, ob das jetzt Synchronizitäten sind oder irgendwelche anderen Geschichten, das muss jetzt auch nicht unbedingt immer etwas mit der weiblichen Flamme zu tun haben. Es gibt ja auch noch andere Dinge im Leben, ja, die auch Wunder hervorrufen können. Ja, und das ist das, was gerade gelernt wird. Und dieses Attitude wird eben helfen, ja, wieder in Ekstase reinzukommen und wieder in den Flow reinzukommen. Ja, also das ist noch etwas, was jetzt hier, wie gesagt, praktisch so in den Aufbau reingeht. Ja, wir haben bei den weiblichen Energien eine positive Bewegung nach vorne. Also das kann sein, dass die einen oder anderen gerade noch hier so ein bisschen alleine auf dem Boot sitzen. Das ist aber nicht weiter schlimm. Das ist nur ein Teil und das Eiland ist nicht fern. Wir haben hier Vögel, ja, die anzeigen, dass auf jeden Fall irgendwo die Insel hier ist oder irgendwie das Festland hier ist, wo man dann andocken soll, ankommen soll, damit man im kann. Ja, und das ist also eine friedliche Szenerie. Der Sturm ist vorbei. Das ist jetzt hier wieder ein ruhigeres Gewässer und ja, das ist auch jetzt nicht, dass es Stillstand ist, sondern dass dieses Boot fährt. Also hier ist auch Wind. Ja, praktisch so der Rückenwind, der jetzt kommt und gegeben wird, weil wir hier die Karte der Liebenden haben. Die Entscheidung für Liebe.
Das finde ich ganz toll. Also das sind positive Energien. Das dürften viele jetzt auch gerade fühlen, dass hier, ja, wie gesagt, die neue Energien einfach reinkommen. Das haben wir hier auch bei den männlichen Energien. Ja, dieser Wille dazu aufzubrechen und hier eben, ne, mit dieser Geste zu kommen. Und es wird eingepflanzt, ja, wann dieser richtige Zeitpunkt einfach dazu da ist. Es ist jetzt bald. Also wir haben auch bei den weiblichen Energien Surrender to Divine Timing. Ja, das ist praktisch so diese Ego-Zeit, die wir haben. Aber ne, das Ego, das fordert uns manchmal heraus. Ja, das kommt dann und sagt, Menno, und nochmal, man stampft mit dem Fuß auf den Boden. Wann ist es denn endlich soweit? Aber wie gesagt, Spirit ist auch noch mit dazu. Und die arbeiten da oben also echt sehr, sehr gut. Ja, und auch wenn das Ziel sich nicht direkt manifestiert, heißt das nicht, dass das nicht irgendwann in Erfüllung geht. Ja, und guckt, dass ihr da nicht irgendwie zu ungeduldig seid oder auch zu stolz seid. Also Stolz kommt immer wieder. Lasst mal diesen Stolz los. Das ist ganz wichtig. Ja, also das war auch im letzten Reading, wir haben das aber auch immer wieder irgendwie seit Jahren, dass Stolz immer wieder kommt und ein Beinchen stellt. Und das haben wir hier eben auch. Pride. Stolz. Lasst das los. Also Stolz ist, ne, ich glaube, mit einer der Todsünden. Ich weiß es nicht genau. Ich bin jetzt nicht so biblisch oder christlich angehaucht, aber na, das kann. Also Stolz, das bringt euch nicht weiter. Ja. Und da muss man sich auch fragen, woher der Stolz kommt. Das hat höchstwahrscheinlich gar nichts irgendwie mit eurer Flamme zu tun, sondern hat Ursprünge, die weiter zurückliegen, in der Kindheit liegen. Vielleicht sind einige alleine aufgewachsen, mussten immer alles alleine machen. Und aufgrund dessen strahlen die eben nach außen ab. Ja, ich brauche niemanden, weil ich muss ja sowieso immer alles alleine machen. Und wenn ich mal um Hilfe gebeten habe, bin ich fallen gelassen worden. So kann sich Stolz entwickeln. Guck mal, hier ist die Braut, ja, so mit dem Totenschädel, also über den Tod hinaus. Ah, das, und das ist natürlich auch dieses Eheversprechen, was hier ne, beide sich gegeben haben. Aber hier ist trotzdem, wie gesagt, das Thema des Stolzes immer noch da. Also versucht da wirklich den Fokus drauf zu richten, das nochmal ganz genau anzuschauen. Ja, und eurer männlichen Energie nicht die Tür vor der Nase zuzuschlagen. Das ist nämlich auch diese Angst. Ja, und wenn ich komme, ist sie zu stolz, wird sie meinen Kelch überhaupt annehmen? Ja, das sind Ängste, die hier eine Rolle spielen. Habt ein bisschen Geduld mit euch. Ja, mit euch selbst, mit der Ausheilung, habt ein bisschen Geduld mit euren männlichen Energien. Die sind auf dem Weg, ja. Weil die auch wollen. Die wollen hier in diese Liebesenergien reingehen und das Ganze eben auch manifestieren und ihre Liebe ausdrücken. So, und jetzt haben wir die Karte Patience, ja. Hier sitzt auch die holde Maid am Brunnen. Ja, aber sie ist easy, cool und gelassen, weil sie ganz genau weiß, das ist Liebe. Das ist das, was zwischen beiden ist, Liebe. Ja, auch die männlichen Energien, die sind auch geduldig mit den weiblichen Energien, die zwischendurch irgendwie mal ausrasten und ja, so, ne, Zeta und Mordio schreien und Sodom und Gomorra und ne, ja, Armageddon irgendwie auf den Plan bringen, okay? Ja, und auch die männlichen Energien, die sind auch geduldig und seid auch geduldig mit euren, ne, seid auch geduldig mit ihnen. Das ist auch ganz wichtig. Ja, weil Liebe ist geduldig. Liebe ist geduldig. Es ist egal, ob das jetzt passiert, ob das in 2, 3 Wochen ist, in ein paar Monaten oder in 2 oder 3 Jahren. Ja, was ist diese Zeit? Und das ist das, was göttliches Timing ist. Was ist diese Zeit ja, ein paar Wochen, ein paar Monaten oder ein paar Jahren im Vergleich zur Ewigkeit? Ja, Liebe, ja, gegenseitige. Die ein oder anderen, die jetzt noch so ein bisschen Probleme mit dem Herzchakra haben, schafft euch mal so eine grüne Kette an. Jade Jaspis. Also es gibt andere noch, die jetzt auch nicht so teuer sind. Und legt euch mal diesen grünen Stein auf das Herzchakra, ja, damit die Herzensenergien ausgeglichen werden. Ja, ihr werdet beobachtet, das ist wahrscheinlich auch was Gegenseitiges, was hier passiert. Das ist auch so ein Gemälde aus alten Zeiten. Ja, dieses Verabreden durch Raum und Zeit hinweg. Und ja, die Liebe, das ist das, worauf ihr euch jetzt wieder konzentrieren sollt. Ja. Aus dem Stolz heraus und geht in die Liebesenergien rein. Ja, der Stolz stellt euch ein Beinchen und er hält euch gefangen. Für immer wahrscheinlich dann irgendwie im Kabuff. Und dann wundert man sich, warum man nicht rauskommt, warum da nichts nach vorne geht, wenn man einfach so sehr mit dem eigenen Stolz beschäftigt ist. Okay, also ich muss das jetzt halt leider immer wieder betonen, weil das halt immer mal wieder irgendwie in den Karten durchscheint, dass hier dann doch Stolz etwas ist, das ist ein Manipulations- und Sabotageprogramm. Und Stolz hat in der Liebe nichts verloren. Ja, ein echter und wahrer Liebe, ne, hat das, also das hat da gar keinen Platz.
Ja, das schöne Versprechen hier, Blossoming Abundance. Ja, also das ist eine schöne Zeit, die jetzt ansteht. Das haben wir auch gesehen. Man schippert hier in ruhigeres Gewässer und in höhere Energien vor allen Dingen auch. Und schaut mal, wie süß das hier ist. Wir haben ja praktisch so einen Ausschnitt aus einem Wald. Das ist so ein verwunschener Feenwald mit Bienchen und Blümchen. Und ich glaube, eine Eule ist da auch da oben irgendwie mit drauf. Das ist voll süß. Also wer möchte sich da nicht treffen? Ja, und diese Karte heißt, das ist ein blühender Überfluss, der jetzt passiert. Ja, also praktisch Heilungen und ne, die Dinge, die jetzt in der letzten Zeit, wo wir alle durchgegangen sind, das hat sich gelohnt. Ja, und das wird sich lohnen. Das ist das, was jetzt als nächstes kommt. Also nochmal betritt praktisch diesen Garten. Und was euch helfen wird, ja, ist zu visualisieren. Also mit Gebeten zu arbeiten, mit Affirmationen zu arbeiten, Visualisationen zu arbeiten, weil es euch helfen wird, euch zusammenzubringen. Calling in your soulmate. Und das ist das, was die männlichen Energien jetzt gerade schon machen. Wir haben gesehen, dass die sich hier ganz klar fokussieren. Ja, wieder auf ne, Two of Cups und auch die weiblichen Energien. Ja, mit dieser Liebeskarte hier und The Lovers. Das Handfasting, das ist dieses gegenseitige Versprechen. Ja, und das ist eine Energie, die jetzt beide füttern. Also, ne, wie gesagt, versucht da tatsächlich ne, die Heilung nochmal drauf auszurichten und eben auch zu gestatten, dass die männlichen Energien eintreten dürfen und auch eintreten können, wenn der richtige Zeitpunkt da ist, damit diese Union sich dann eben auch so manifestieren kann, dass ihr nicht nochmal in die Separation rein müsst und nicht nochmal eine extra Runde drehen, okay? Aber meine Lieben, ich lasse das jetzt einfach mal so stehen und ja, von Herzen alles Liebe und Gute und geht schön fein durch den Vollmond durch und alles Liebe und Gute. Bis dann. Bye bye.